Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute möchte ich euch in der Produktvorschau wieder ein Designerpapier zeigen. Das ist das Designerpapier Blütenpracht. Ihr seht hier wie immer die Farben, mit denen das korrespondiert. Kirschblüte, Feige, Grapefruit, Heideblüte, Waldmus, Blütenrosa, Saharasand, Schiefergrau, Meeresgrün, Vanille pur und Flüsterweiß. Es ist ein 30,5 x 30,5 Designpapier, welches ich wieder klein geschnitten habe. Wie immer, bis auf zwei Seiten. Die möchte ich euch gerne zeigen. Die habe ich jetzt nicht halbiert, weil ich würde mir ein ganzes Motiv kaputt machen, wenn ich das halbieren würde. Deshalb habe ich diese Seiten ganz gelassen. Wir haben auf diesen Seiten hier auch Motive drauf, die man ausschneiden könnte. Hier auch. Ich habe auch schon ein Werk gesehen mit diesen Motiven. Das war nämlich eine Kiste aus Graupappe. Und ihr seht, hier haben wir 7,6 x 7,6. Dieses große Muster hat 12 x 8,3. Das könnte man quasi als Layer auf einer Karte legen, ganz einzeln oder als Hintergrund. Wie gesagt, ich habe eine Kiste gesehen, viereckig oben offen für Stifte oder für irgendwie sowas in der Art. Da sind die benutzt worden, das sah total toll aus. Ja, und hier eben auch nochmal könnte man das ausschneiden, einfach als Grenze. Darum habe ich diese Seiten einfach ganz gelassen, aber diese Seiten hätten theoretische Rückseiten, die ich auch sehr hübsch finde, aber da ich mir noch nicht sicher bin, ob ich die Vorderseiten vielleicht noch brauchen kann, habe ich das, wie gesagt, einfach ganz gelassen und zeige euch die restlichen Seiten natürlich wieder mit Vorder- und Rückseite. Wir haben, habt ihr gerade schon gesehen, vorne immer ein Blütenmotiv, also denkt dran, die sind alle 12 x 12 Inch, aber ich habe sie geviertelt, damit ich da besser mitarbeiten kann. Also vorne Blütenmotiv und hinten ein sehr schlichtes Motiv, was ich persönlich wieder sehr schön finde zum Bearbeiten. Wobei also ich mir so eine Harlequin-Box zum Beispiel auch in diesem Blütenmotiv sehr gut vorstellen könnte. Aber eben auch in diesem marmorierten Effekt, den finde ich auch eigentlich ganz schön. Vorne wieder eine Blüte und hinten wieder ein marmorierter Effekt. Ich mag diesen marmorierten Effekt echt total gerne. Hier auch vorne Blüten und hinten Marmoreffekt. Genau, jetzt müsst ihr euch diese hier noch dazu vorstellen. Und das ist es auch schon, unser Designerpapier. Ich hole es nochmal ran für alle. Designerpapier Blütenpracht aus unserem Katalog. 12 Seiten, je 2 mit Rückseite, also je 2 Blätter. Ne, das ist das Große, das habe ich hier durchgeschnitten. Jawohl, das ist es. Falls es euch gefällt, schreibt mich an, sagt mir Bescheid. Ich bestelle euch das gerne und ich wünsche euch erstmal einen tollen Tag. Bis dann.